Ich nehme mal hier den Stuff auf und Stein. Haben wir jetzt 50 und 50. Sehr gut. Ich nehme mal den auf die 5. So. Und baue hier ein... Ach ja, eine Workbench brauchen wir. Ups. Shit. Upsi. Scheiße. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aber das kriegen wir gleich hin. Moment. Erstmal kümmere ich mich um den. So. Und noch ein Hit. Sehr gut. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo... Wenn ich hier ganz dicht dran gehe. Nee, bringt nichts. Energieschild. 5. Schon wieder die Musik überlagert. Hört ihr das? Das soll doch so nicht sein, oder? Ah, hier ist Workbench. Sehr gut. Hier kämen wir also hoch. Dann mache ich da mal kurz. So. Ich bin stachelnd, ey. Die sind wirklich eine Nervenprobe. So. Dich da dran, wenn es geht. Muss ich ja. Wegen der Workbench. Kann ich nicht. Doch. Gott sei Dank. Und so. Aber das soll nicht der werden. Ach, so. Sondern ich nehme kurz die Workbench weiter vor. Beziehungsweise. Ja, doch. So. Dann baue ich die Workbench mal hier hin. Und das Tor. So. Dann die Treppe hoch. Oh, das Wetter schlägt gerade um, wa? Hm. Und dann kann ich nämlich hier einen Turm hinbauen, dachte ich mir. Ist doch ideal. Hier so. Warte, stell ich mal direkt drunter. So. Und so, und so. Hm, ja. Keine Workbench. Machen wir so. Halt, 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 halt. Hier nicht Kraut und Rüben, sondern sollen schön gerade Stufen sein. So, und hier auch nochmal ein bisschen höher. Da, hört ihr das schon wieder? Bisschen nervig, oder nicht? Keine Ahnung, was das soll. So, sehr gut. Ja. Und dann haben wir das schon mal. Und jetzt fehlt nur noch eine Sache, und zwar ein tiefes Loch. Und zwar buddel ich das mal... Keine Ahnung, hier. Hier einfach. Vielleicht nicht so dicht dran, hier so eher. Hier so. Ich buddel hier. Let's go. Und dann tief und dann auch vielleicht auch ein bisschen breiter, ne? Ich überlege gerade, ob ich vielleicht sogar hier eine kleine Kiste hinstellen sollte mit Straußenfaden drin. Weil sonst hängen wir hier nachher und dann scheitert es daran. Ne? Bei dem anderen Spot hatten wir ja immer, konnten wir Straußenfaden dann ja immer noch nachträglich sammeln gehen. Das haben wir hier ja leider nicht. Also ich glaube, das sollte ich machen. So. Und hier lang. Und so. Mhm. Ja, ich glaube, das reicht, ne? Nein! Scheiße. Da lacht deine Ausdauer auf. So. Gut. Ja, das Ärgerliche ist nur, dass wir hier jetzt nicht her können nächste Nacht. Weil nächste Nacht ist dann ja... Sind die ja noch nicht respawned, ne? Leider. Oh, ein Morgen. Da gehe ich mal hier in Sicherheit. Oh, Ausdauer natürlich. Na ja, ja, ja. Mach da mal deinen Purzelbaum und ich verzieh mich. So. Dann schmeiß ich ein paar Wurzeln. So. Auf die andere Seite auch. Dann bist du schön von links nach rechts geprügelt.
Ich würde jetzt gerne sehen, wie viel Leben er hat. Da. Muahaha. Weil wir gerade schon wieder so übelst erbärmlich gestorben und dann sich freuen, dass man hier gewonnen hat. Super. Ich mach mal hier ein bisschen weiter runter, ne? Sonst glitscht man hier so in der Ecke fest. So, und nochmal. Ja, das passt. Sehr gut. Und dann hier hoch. Ich überlege gerade, was bereiten wir noch vor? Wir haben jetzt das Loch, das können wir dann immer noch schließen. Ich sollte mir ein bisschen Notholz holen. Das schreibe ich mir mal auf. Weil das machen wir nicht jetzt, sondern später. Holz und Straußenfarn. Straußenfarn. Mitnehmen. So, gut. Weiß ich Bescheid. Dann würde ich sagen, wir gehen hindurch. Und ja. Also, das war jetzt tatsächlich weniger satisfying, als ich es erhofft habe. Aber wir haben besser vorbereitet, glaube ich, als der Spot, wo wir vorher waren. Und damit wir nicht immer wieder durch dieses Portal hier durch müssen, machen wir jetzt hier einfach die 2 weg. Und bei unserem Portal zu Hause die 2 hin. So. Und zwar hier. Notasche 2. Zack. Und dann können wir auch den hier wieder ranhängen. So. 5. So. Sehr gut. Mann, was ein Krampf. Aber es sind ja auch die Ashlands. Ne, habe ich mich so gefreut, dass wir endlich aus den Ashlands raus sind. Hätte ich wohl gern. So schnell ist dann doch nicht Feierabend. Gut, ich schmeiß das hier mal wieder aufs Lootloch. Also auf den Loothaufen, meine ich. Und dann packe ich die Crawlers hier rein. Und dann können wir theoretisch weiter in den Mistlands weiter erkunden, ne? Oder? Oder I say, machen wir mal so und so. Dann reparieren wir hier das Werkzeug, bevor wir es wieder, halt, so, bevor wir es wieder vorsorglich in unsere Werkzeugkiste tun, zack, so, den haben wir hier hin und dann würde ich sagen, erkunden wir weiter, wa? Das Portal war, stimmt, das war jetzt wieder das normale Reiseportal, oh nee, ja, was soll's, haben wir ja keine Wahl, warte, stopp, gut ausruhen. Weil wir jetzt... Nee, doch, es geht. Das ist okay. Wir können so losziehen. So, Energieschild. Dann hier die Dingens. Das hier weg. Und der weg. Und dann weiter die Küste entlang. Hier so. Und dann hoffen wir auf keine unliebsamen Überraschungen. Aber die werden wahrscheinlich nicht lange auf sich warten lassen. Da gehe ich stark von aus. Oh. Ist ja auch geil hier mit diesen Felsen und dann da auf einmal doch so künstlich, so behauener Felsen. Schon hübsch, finde ich. Diese Kombination aus gebaut und Natur. Ja, bin ich ein richtiger Fan von. Also tatsächlich auch in RL. Muss ich wirklich sagen. Komme ich hier, wenn ich darüber jumpe, schaffe ich das? Ja, ne? Ja, easy. Sehr gut. Dann mal hier oben kurz resten. Und da lang. So. Halt, nein, 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 nein. Oh gut, ich dachte schon, ich lande im Wasser. Ach, sowieso egal. Es regnet doch. So oder so sind wir durchnässt. So, hier hoch. Ja, aber hier ist nichts Spannendes. Keine Ahnung, weder irgendwelche Schädel, noch irgendwelche Zwergenbases. Nicht mal hässliche sind hier. Nichts. Naja gut, immerhin sind wir dann ungestört. Immer positiv betrachten. Und das sagt gerade ich, ne? Der immer so rummault, wenn es mal wieder nicht läuft. Na okay, so sehr maul ich nun auch wieder nicht rum. Ich glaube, so ein bisschen verärgert zu sein, ist völlig normal. Stimmt, das hatte Marie auch in dem einen Kommentar geschrieben, als ich mich so geärgert habe. Gesagt, oh, sorry, dass ich so sauer bin.
Aber in den Kommentaren scheint das ja... Scheint ihr da ja schon sehr viel Verständnis zu haben. Oh! Ein hässlicher will's wissen, ja? Gut. Hier. Lass dir meine Wurzeln schmecken. Du auch. Los, hau drauf! Die Fliegenklatsche. Alter, mit einem Hit das halbe Leben down. Ja, tatsächlich. Ein Hit das halbe Leben down. Not bad. Okay, krass. Ja, dann war weiter hier lang. Huch, der lebt ja immer noch. Ach, ein anderer. Ja, komm. Mach was so. Hey, die kriegen ja gar keinen extra Damage. Die Zahlen sind ja gar nicht gelb. Ich dachte, die kriegen extra Damage von Frost. Alter! Wie viel Schaden machen wir denn? Oh. Okay, okay. Not bad. Oh, das sieht ja auch geil aus mit den Touren. Aha! Was haben wir denn da? Eine Base. Wo sind die dazugehörige Säure? Oh, schade, kein Schädel. Da ist nur ein schwebendes Gehirn. Naja, gut. Aber hier ist immerhin eine Kiste. Ja, da ist zwei Weichgewebe. Na komm, zwei Weichgewebe sind besser als null. Ah, hier sind noch Kisten. Der wird gleich aufmerksam auf uns, ne? Ich warte mal, bis er weggezogen ist. Ich glaube, er wird trotzdem aufmerksam auf uns. Und ich will auch diese Kette hier haben. Gut, er ist auf was anderes aufmerksam geworden. Glaube ich. Jo, die Kette haben wir. Ich glaube, der kämpft da hinten gegen irgendwelche Zwerge. Deswegen hau ich hier mal ab. So. Was habe ich denn hier eingetragen? Ein Pier, okay. Weiß ich nicht, ob ich die schon geklärt habe. Wahrscheinlich nicht. Sonst hätte ich ihn durchgestrichen oder... Keine Ahnung. Oh. Vielleicht sollte ich mir mal ein Energieschild machen. Ich gehe mal hier lang, in der Hoffnung, Schädel zu finden. Aber ich gehe ja nicht davon aus. Nö. Und ich höre hier auch Viechers. Also in erster Linie kein Nickel. Aber ich glaube, hier war auch irgendwo ein Geräusch. Da. Da stampft ein Sucher. Da, ein Soldat. Komm, den machen wir doch hier mit Wurzeln platt. So. Hä, hey, warum hauen die denn nicht zu? Wollt ihr mich flachsen? Also. So, ich glaube, das reicht. Ich glaube, die drei hier reichen schon. Eine da nicht. Hä? Weil die zu dicht dran sind, kann das sein? Ja. Tatsächlich. Hm. Sehr ärgerlich. Oh! Die ist wertvoll. Für die Queen, ne? Da kann man die Queen mit beschwören. Ich bin ganz ehrlich, das hier oben, da pfeife ich drauf, oder? Ich gehe mal hier weiter zurück. Sonst wird mir das hier echt ein bisschen zu groß, was wir hier erobern. Ah! Zwergenbase. Da habe ich es brabbeln gehört. Das heißt, hier lebt noch jemand. Aha! Er ist da. Wer soll die denn sein? Hm? Der Heilige Geist oder was? Mhm. Feuermagier. Und noch ein Feuermagier. Ist das ein Mensch? Ist das ein Feuermagier? So. Dann, Leute. Wird mal Zeit, dass ihr ein bisschen was zu tun kriegt. Wa? So. So, geht mal rein da. Nee, nee, geht da mal ruhig rein, so. Ja, und dann direkt noch ein Druck. Was ist denn da los bei euch zu Hause, sag mal? Ihr habt aber unhöfliche Gäste eingeladen.
Alter. Du bist alles am Brennen. Oh Mann. So. Ja, der Feuermagier hat voll daneben geballert. Das ist ebenfalls daneben geballert. Oh, ein Troll ist down. So, ich gehe mal ein bisschen außer Reichweite, ne? Nicht, dass diese Explosion uns trifft. So, der erste Schurke ist schon mal weg. Eigentlich sollte ich die versuchen, da drin zu halten, ne? Ich kann die aber leider nicht bauen, glaube ich. Oder haben sie das Ding schon kaputt gemacht? Warte mal, wie viel Holz habe ich? Nicht genug. Ja, ich hab sie eingesperrt. Oh Mann. Sag mal, meine Workbench. So. So. Kannst du den auch noch plätten, bitte? Energieschild. Und Frost. Oh, wird doch gerade dunkel, wa? Und jetzt bist du dran. So. Ja, ja. Kurz warten. Kannst du noch mal ein bisschen verstaufen, kurz. Wie sich der guckt. So. Sehr gut. Dann den ganzen Loot. Laterne. Achso, kein Platz da. Ja, stimmt. Wir haben ganz schön viel Krempel. Ich schmeiß sowieso auch mal hier dieses Zeug weg. Und das hier auch. Dann 5 Steine brauchen wir nicht. Ich baue erstmal das Portal hier hin. Ach, die Workbench habe ich ja schon. Verschiedenes Portal. Hier auf dem Boden einfach, würde ich sagen. So. Und direkt connected. Dann sammeln wir mal alles auf. Was hier so rumfliegt. Ja, das Schrottzeugs, wie gesagt. Brauchen wir nun wirklich nicht. Da ist noch Jute, ne? Ja. Zack. So, hier liegt. Ah, ne, doch nicht. Hier aber. Da muss ich die Jute noch entfernen. Liegt oben wieder drauf, ne, glaube ich. Keine Ahnung. Achso. Nee, das war nicht getroffen. So ist getroffen. So, die Jute haben wir auch. Gut. Hier noch. Und was runtergefallen ist, ist halt runtergefallen. Ah, hier ist noch eine. Schon wieder nicht getroffen. Na komm. So, jetzt. Gut. Hätten wir das. Und dann natürlich das, weswegen wir hier sind. Weichgewebe. Nix. Ah, wahrscheinlich da oben, ne? Hm. Muss ich irgendwie nach oben kommen? Ich habe ja mehr als genug Holz. Ich baue einfach mal ein paar Treppen. So. Und hier lang. Und hier. So. Dann hier ums Eck. Hier versuche ich mal so rüber zu jumpen. Ja, sehr gut. Hier sind auch keine Kisten. Dann noch einen oben, oder wie? Noch einen weiter hoch. Mein Plan. Ich baue einfach mal. We will see. Nee, hier ist einfach Dach. Hm. Dann ist hier gar kein... Nö. Ist hier einfach nichts. Hat sich richtig gelohnt, die auszuräuchern. Wir haben nicht eins, doch 5. Gut, ich habe nichts gesagt. Das hat sich voll gelohnt. So. Ja, es ist ja natürlich alles voller Chaos, ne? Ich würde gerne die Laterne hier noch mitnehmen. Wenn es geht, dann schmeiße ich irgendeinen anderen Stuff weg, den wir nicht brauchen. Hier ein Fleisch, 50 schwarzen Marmor brauchen wir nicht. Haben wir noch mehr Laternen?
ich gerade mal oben gucken sollen, aber ich glaube, da war keine, ne? Weil das würde ich sonst noch mitnehmen, aber nö. Gut. Ja, dann nix wie weg. Nee. Hier ist kein wertvoller Loot mehr. Gut. Halt. Das könnte ich mitnehmen. Anstatt das hier. Kupfer nehme ich auch mit. Und das Yggdrasilholz anstatt das. So. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, merke ich gerade, ich muss jetzt leider auch schon wieder quitten. Aber alsbald werde ich natürlich weiterspielen. Ist für euch ja sowieso unerheblich. Es kommt jeden Tag eine Folge, das wisst ihr ja mittlerweile. Also ob ich jetzt Feierabend mache oder nicht, ist ja für euch völlig egal eigentlich. Gut, aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Deswegen sortiere ich ja mal schon mal den ganzen Stuff ein. So, Weichgewebe haben wir jetzt gar nicht so viel gefunden, obwohl, doch... Ein bisschen war hier ja noch zwischen, ne? 31. Gut, ich habe nichts gesagt. 31 ist gar nicht mal so wenig. So. Gold ist bestimmt gleich voll wieder, ne? Ne, ein bisschen passt noch. Dann hier Kräuter. Halt. So. Eine Kette, Laternen, Barren. Komm hier rein. Kette kommt zu Metallteile. Hier. Und da auch kommt noch dieses komische Ding rein. Dieser Extraktor. Wie heißt das Ding nochmal? Dwerger Extraktor, ja. Und dann Yggdrasilholz, Dingensholz, Bossborn. Hier. Zack. Hier ist noch Holz. So. Und Asquith-Schweif nehme ich auch schon mal. Dann hier Stein. Alles, was so Baumaterial ist. Hier ist nochmal ein Schweif. So. Ja, hier ist auch Gras. Gut, ich packe erstmal Holz weg. Yggdrasilholz. Ascheholz. Marmor. Stein. Achso, gut. Dann ist hier noch Marmor. Gras, meine ich. So. Und hör damit. Kein Geier, Himmelsfeder. Was liegt denn da noch? Aegis. Und zwei Eisen. Ja, gut. Dann schmeiße ich mal hier Monsterorgane rein. Oh, falsch einsortiert. So. Alter, wie viele von den Dingern haben wir denn mittlerweile? Krass. Kein Viehfleisch. Dann hier Feuer. So. Chitin. Hier bei Trophäen. Nee, nicht Trophäen. Was wollte ich? Möbel wollte ich. So und so. Dann Reptilienfleisch. Seit 3, 4, 5, 6. Können wir hochbringen, ne? Mache ich gleich. Metallteile. Augen. Federn. Hier. Den letzten Loot. Das waren vor allem Knochen. Auch die können wir wieder hochbringen. Dann haben wir hier ein paar Eggs gefunden. Trophäen. Barren. So. Dann nehme ich mir Magie raus. Hier. Und halt, zwei fehlen. So. Und natürlich Weichgewebe. Ein Zwambo, wie immer. Halt. Ja, natürlich. Ich kann auch einfach die Hälfte nehmen. Gut. Dann bringen wir die Kohle weg. Zum einen. Hier ist ja auch noch welches. Stimmt, das Eisen. Das war die letzte Fuhre, die ich anmachen wollte. Ich packe mir die Kohle rein. Pack die Barren rein. Und hier waren noch welche. Die nehme ich auch noch mal mit. So. Zack. Und dann füllen wir hier noch mal auf. So. Zack. Und hier natürlich. Hervorragend. Met. Fermentierung. Fertig. Gut. Dann haben wir auch endlich wieder Mana-Tränke. Oh Mann. Wurde mal dringend Zeit. Gut. Können wir hier... Ach ja, stimmt. Einen hatten wir ja noch als Platzhalter. Ich mach mal so. Keine Ahnung. Ist ja nicht auch völlig Wayne. Magie, hier rein. So.
Und Stoffe hier. Sehr gut. Dann nehmen wir Knochen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann Reptilienfleisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Irgendwas müssen wir hier lassen. Ich glaube, ich schmeiße hier mal die Schwade hin. So. Weil wir müssen den mit hochnehmen. So sei es. Und hindurch. So, dann schleppen wir uns nach hier hinten. Gut möglich, dass wir eine neue Dingens bauen müssen. Eine neue Kiste. Ich weiß es nicht. We will see. Ich muss mal kurz gewichtlos werden. Und ich kann hier die Boss-Trophäe schon mal reinschmeißen. So. Dann das Fleisch. Und ich weiß allerdings nicht, wo das rein soll. Knochen passen hier noch rein. Und Fleisch haben wir noch gar nicht hochgebracht. Krass. Monsterfleisch. Ah, doch hier. Ist ja eigentlich auch kein Monsterfleisch. Weißt du was? So. Völlig egal. Oder nicht? Weil das hier ist ja theoretisch auch ein Monster und das auch. Ja, keine Ahnung. Völlig egal. So. Und dann gucke ich mal im Inventar. Haben wir dann soweit alles durch? Perfekt. Ah. Und dann würde ich tatsächlich... Oh, ja, jetzt ist gerade der neue Tag. Schade. Weil dann... Ich wollte eigentlich natürlich schlafen gehen, um die Folge zu beenden. Aber so sei es. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs... Oh, Entschuldigung. Fürs Zuschauen und dabei sein. Gern ein Abo da lassen. Und auch gern ein Like da lassen. Und gern einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Das wäre super. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.